Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Robert Klink und heute geht es mal um eine ultraleicht Packliste für Fortgeschrittene. Und wie ihr seht, habe ich hier jede Menge Optionen, die ich euch heute vorstellen möchte. Und ganz klar, das Video richtet sich an ja, Profis, an Leute, die definitiv keine Anfänger mehr sind und schon Erfahrung im Ultraleicht-Tracking gesammelt haben. Und auch heute möchte ich euch ja fast insgesamt 48 verschiedene Ausrüstungskategorien oder Gegenstände vorstellen und euch zeigen, ja, was da so die besten und leichtesten Gegenstände sind. Und das Video ist so ein bisschen der Gegensatz zu dem, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Da ging es um die Ultraleicht-Packliste für Einsteiger und Anfänger. Dort gab es ein Budget-Maximum, was ich mir gesetzt hatte, für ja, 629 Euro. Und da lag man dann bei 4751 Gramm und konnte bei Temperaturen bis zu plus 4 Grad schlafen. Ja, und wenn man von dieser Liste wirklich upgraden möchte, dann ist bei mir immer die Einstellung, dass man dann auch direkt nach dem Anfängerset dann wirklich schaut, dass man dann ja mit das Beste nimmt, damit man dann nicht irgendwann doch nochmal denkt, hätte ich nochmal irgendwie 50 Euro mehr ausgegeben und das Teil dann nochmal ersetzen müsste. Ja, und mit diesen Sachen, die ich euch heute vorstellen möchte, das ist nicht immer so, dass ich eine konkrete Antwort habe, was zum Beispiel das beste Ding in einer Kategorie ist, sondern ist immer ja je nach Präferenz und Größe vielleicht auch unterschiedliche Optionen gibt. Deswegen stelle ich hier meistens ja drei Wahlmöglichkeiten auf jeden Fall vor, die ich so als beste Möglichkeit erachte. Mit diesen Sachen, die hier liegen, ja, da kommt man dann schon auf Grenzen von unter 3500 Gramm, landet dann bei einer Temperatur von minus 4 Grad. Und ich stelle euch nebenbei auch so ein paar Sachen vor, die ich in meiner Packliste persönlich habe. Da haben mir auch viele immer nachgefragt. Ich persönlich lande alleine dann bei 3362 Gramm. Und mit den Sachen, wie gesagt, die ich euch heute zeige, kommen wir ungefähr auch dabei raus. Ja, noch ein paar Anmerkungen, bevor wir starten. Auch wie beim letzten Mal werde ich diesmal auf Sachen aus dem Do-it-yourself-Bereich verzichten, also Dinge, die man selber herstellen kann. Da gibt es dann durchaus auch leichtere Optionen. Ich zeige euch heute nur Gegenstände, die man so fertig von Herstellern kaufen kann und werde euch die auch unten in die Beschreibung verlinken. Auch meine Packliste, da könnt ihr das nach dem Video euch in Ruhe alles anschauen. Ja, und auch, das wisst ihr vielleicht schon aus meinen anderen Videos, verzichte ich persönlich, ja, aus moralischen Gründen teilweise, aber auch, weil ich es besser finde, auf Daune und Merino, also alle tierischen Produkte und verwende alle über Synthetik. Deswegen werde ich euch heute auf diese Produkte verzichten und bewusst halt nur synthetische Produkte empfehlen. Ja, damit das Video nicht unendlich lange geht, werde ich natürlich bei diesen einzelnen Kategorien immer nur im Schnelldurchlauf durchgehen und ein paar Sätze zu dem jeweiligen Gegenstand sagen, euch wie gesagt diese drei Optionen kurz vorstellen, sagen, wie teuer die sind, wie viel die wiegen und warum ich denke, dass das ja so das beste Produkt in der Kategorie fürs Ultraleicht-Tracking ist. Solltet ihr ein bisschen mehr erfahren wollen über die einzelnen Gegenstände, wie zum Beispiel Zelte oder Rucksäcke oder Powerbanks, habe ich auf meinem Kanal auch wirklich intensive Videos über diese Themen und da könnt ihr euch ein bisschen mehr Detailwissen anschauen. Ja, und von der Reihenfolge werde ich jetzt so durchgehen, wie die Gegenstände auf meiner Packliste unten in der Beschreibung zu finden sind bei Leiterpack. Könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren und dann gehe ich einmal komplett von oben nach unten jetzt einmal durch. Ja, und damit starten wir direkt auch mal mit einer der wichtigsten Kategorien überhaupt zum Gewichtssparen, nämlich dem Zelt. Und ich habe auch, wie gerade schon erwähnt, ein intensives Video über Zelte gemacht und auch da ist es so, dass man definitiv nicht sagen kann, da gibt es jetzt eine Antwort für jeden. Das richtet sich ganz stark ja, nach der Körpergröße, auch nach der Präferenz und vielleicht, ob man in einer Gruppe unterwegs ist oder nicht. Aber bei Zelten kann man ganz klar sagen, das beste und leichteste Material ist auf jeden Fall DCF. Und das seht ihr zum Beispiel hier. Das ist mein Zelt, was ich ja, persönlich verwende. Ich blende euch mal gerade oben ein, wie das so aufgebaut aussieht. Und DCF, für alle, die das nicht kennen, also Dyneema Cuban Fiber, ist wirklich so das leichteste Material, was dennoch komplett wasserdicht ist, also gar nicht atmungsaktiv, das einfach komplett dicht und sehr, sehr stramm ist. Also es sackt nicht bei Belastung ein. Deswegen, wenn ihr Zelt oder Tarps habt, ist das eine sehr, sehr gute Wahl. Denn gerade wenn man viel von einem Stoff braucht, dann ist der Vorteil bei DCF noch größer ja, gegenüber jetzt einem anderen Material im Vergleich wie Silnylon oder so, weil der Gewichtsunterschied sich dann natürlich bei mehr Material immer mehr bemerkbar macht. Und ja, da kann man es auch nicht wirklich sagen. Ich persönlich favorisiere das Tarp Tent Double Rainbow. Es gibt auch in ja, einfacher Variante das Rainbow, da allerdings nicht aus DCF. Und ich benutze das Double Rainbow, weil man da einfach ja, für 746 Gramm wirklich ein sehr, sehr großes Zelt bekommt, wo auch zwei Leute reinpassen. Ich schlafe da auch regelmäßig mit zwei Leuten drin. Auch alleine sehr häufig, dann hat man wirklich einen riesigen Raum. Das ist freistehend, das heißt, das kann mit Trekkingstöcken nur aufgespannt werden. Das braucht keine Heringe, kann also auf Stein platziert werden. Das heißt, ich bin sehr flexibel, gerade in Deutschland auch sind freistehende Zelte natürlich sehr gut, wenn ich mal irgendwie in Schutzhütten übernachten möchte.
Wie bei allen DCF-Produkten ist man da sehr schnell im sehr hohen Geldbereich. Für das Double Rainbow zahlt man ja manchmal mit Importgebühren noch 800 Euro, denn das ist so in Europa leider nicht immer zu haben. Man muss das oft auf Amerika bestellen und deswegen Tarptent und gerade da die DCF-Produkte sind eine große Empfehlung von mir. Wer wirklich aus DCF erstmal verzichten möchte, das habe ich auch schon mal empfohlen, ist das Luna Solo. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Einsteigerzelt, was jetzt nur bei 300 Euro ist und ungefähr auch so viel wiegt, nämlich 740 Gramm. Ist nur ein Ein-Personen-Zelt und auch nicht freistehend, wird mit einem Trekkingstock aufgespannt und finde ich auch immer noch für Fortgeschrittene und Profis wirklich zu empfehlen. Ich habe auch viele Mitwanderer, die das regelmäßig benutzen und sind damit super zufrieden und das ist wirklich so eins der Zelte, die ich ja, empfehlen würde, die jetzt nicht aus DCF sind, aber trotzdem sehr, sehr leichtgewichtig. Ja, und ihr kennt bestimmt auch den großen Hersteller, der auch in Europa gut zu bekommen ist, MSR. Und ich hatte da auch früher viele Zelte wie das Elixir oder das Huber NX von. Aber mittlerweile gibt es auch noch leichtere Modelle, die aus Carbon sind und auch teilweise nicht aus DCF, nämlich das Carbon Reflex 1. Da liegt man bei 500 Euro, muss da keinen Import bezahlen, weil man das gut in Europa bekommt. Und ist dabei 670 Gramm. Also wirklich ein sehr leichtes Zelt von einem klassischen Hersteller, was jetzt auch im Preisbereich nicht ganz so hoch wie die DCF-Varianten liegt. Ja, und auch eins möchte ich noch erwähnen, nämlich die beiden Zelte von Zipex, kann man sagen. Nämlich einmal das Duplex, das kennt ihr vielleicht auch, 525 Gramm. Und ja, das ist so ein ganz klassisches Zelt, wie man das vielleicht von früher kennt. Also wirklich wie bei einem Icon, wie man sich das so vorstellt. Das Zelt wird mit zwei Trekkingstöcken links und rechts aufgespannt und kann natürlich, wie der Name schon sagt, auch zwei Personen beherbergen. 525 Gramm komplett aus DCF ist natürlich sehr, sehr leicht. Und da gibt es auch eine Ein-Personen-Variante vor, nämlich das Plex. Da liegt man nur bei 395 Gramm, also ziemlich das leichteste Zelt, was ich momentan überhaupt für eine Person kenne. Natürlich auch voll aus DCF. Da würde ich allerdings sagen, wenn ihr größer als 1,80 Meter seid, solltet ihr lieber das Alterplex nehmen. Das wiegt nur 40, 50 Gramm mehr, wird dann ein bisschen höher aufgespannt und hat dementsprechend halt mehr Liegefläche. Und Zipex ist natürlich, was DCF-Zelte angeht, schon langjährig sehr bekannt als einer der besten Marken überhaupt. Und auch mit dem Duplex und dem Plex jetzt seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt. Das letzte, was ich auch noch erwähnen kann, ist von Gossamer Gear das Zelt The One. Da liegt man bei 450 Euro, 615 Gramm. Und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass man relativ viel Volumen auch für diese 615 Gramm erhält. Ja, und das habe ich gerade, glaube ich, nicht gesagt, bei Zipex liegen die Zelte auch so wie bei Tarptent, also alle in dem Bereich 700, 800 Euro. Auch wenn es auf den Webseiten manchmal ein bisschen günstiger erscheint, müsst ihr dran denken, wenn ihr das aus Amerika importiert, da sind die Zelte halt immer noch ein bisschen mit Zoll belegt. Da kommt noch einiges drauf, wenn ihr das hier bestellen wollt. Ja, habe ich dann mein Zelt, möchte ich es natürlich irgendwie befestigen. Und bei einem freistehenden Zelt wie das Tarptent, da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, noch zusätzlich zwei Heringe hinzuzufügen, damit man das Vestibule, also das Vorzelt, so ein bisschen mehr aufspannen kann. Bei vielen anderen Zelten hat man klassisch ja an jeder Ecke ein Hering und dann noch vielleicht vorne und hinten zwei. Also zwei bis sechs Heringe braucht man in jedem Fall. Und da gibt es so zwei Optionen, die ich für die besten erachte. Einmal diese interessanten Heringe hier von Swiss Piranha, einer Firma aus der Schweiz, die habe ich jetzt hier in zwei Größen. Einmal sind das die RT120, da wiegt einer nur 6 Gramm von. Und dann habe ich auch noch die kleinere Größe, die sind die RT90 und die wiegen sogar nur 3 Gramm pro Hering. In dem Fall nur 2 oder 4, ist ein bisschen Dreck dran. Und der Vorteil ist, dass die eben aus Kunststoff sind, dass die sehr dünn sind. Die haben ja auch so kleine Laschen, da kann man die Leinen sehr gut befestigen. Und ja, 3 Gramm schwere Heringe oder 6 Gramm schwere Heringe, die halten einiges aus. Ich muss schon sagen, die Spitze, die stumpft manchmal ein bisschen ab. Irgendwann, wenn es halt sehr, sehr harter Boden ist, kriegt man die schwer rein. Und da kann es auch mal sein, dass die ein bisschen biegen. Es ist mir schon oft passiert, aber das schreibt der Hersteller auch dabei, man kann die einfach in den Backofen legen, ein bisschen erhitzen. Sobald die dann ein bisschen weich sind, kann man die problemlos wieder ja, gerade biegen und kalt werden lassen. Dann sind die eigentlich wie neu. Und mir ist noch nie einer gebrochen und auch die kleinen, die halten schon wirklich, deswegen heißen die auch Piranha, wegen diesem Widerhaken hier eine Menge aus. Aber trotzdem, das ist nicht für jeden was und manchmal ist es einfach notwendig, dass man wirklich was ja, aus Metall hat, was noch spitzeres. Und da gibt es eben die MSR Groundhog. Da sind wir auch wieder bei MSR, ein Hersteller, gut in Europa zu bekommen. Und da gibt es die Version Mini und Max, die unterscheiden sich ja, von der Länge einfach nur. Die Minis, die wiegen 9 Gramm, die würde ich euch empfehlen. Die reichen ja eigentlich
99% der Fälle meiner Erfahrung nach aus. Wenn ihr wirklich mal im Winter unterwegs seid oder bei ganz starkem Wind oder sonst was, dann vielleicht die Max-Version bei 13 Gramm. Da liegt man ja so bei allen Heringen, sowohl bei denen als auch bei den MSR, für 6 Stück jeweils so bei 20 bis 26 Euro. Und das wäre so meine Empfehlung für die Heringe. Ja, haben wir nun unser Zelt aufgebaut mit den Heringen, möchten wir natürlich da drin schlafen. Und um warm zu bleiben, brauchen wir natürlich einen Schlafsack oder sogar noch besser einen Kilt. Zur Erinnerung, Schlafsack und Kilt unterscheiden sich erstmal in dem Sinne, dass ein Kilt die Rückenfläche meist offen hat und die nur durch einzige Gummibänder manchmal am Rücken stabilisiert und festgehalten wird. Ja, so kann man ein bisschen besser lüften, spart meistens ein bisschen Gewicht, weil man weniger Füllmaterial braucht und man hat vor allem auch die Kapuze normal nicht um den Kopf, die man so klassisch beim Schlafsack kennt. Deswegen, wenn ihr das Ultralight-Tracking betreibt, würde ich euch auf jeden Fall auch wegen der Funktionalität immer ein Kilt empfehlen. Man kann sagen, der beste Hersteller in Europa und auch die qualitativ hochwertigsten Kilts, die fertigt Astukas. Davon habe ich zufällig hier mal einen liegen, den verwende ich auch selber seit 2 Jahren. Der zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass die Verarbeitungsqualität sehr, sehr hoch ist. Das Ganze ist natürlich mit Klimashield Apex gefüllt, also wirklich einem sehr, sehr guten synthetischen Füllmaterial, was der Daune ähnelt, aber sehr, sehr gut gegen Nässe resistent ist. Das heißt, wenn das Ganze mal nass wird, was erstmal schwer passiert, auch durch den Außenstoff hier und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen verklumpt, wie man das so bei der Daune kennt, das passiert erstmal generell bei Apex weniger, aber es wärmt dann immer noch genau wie Vlies, wenn es nass ist. Deswegen präferiere ich da zum Beispiel immer auch Apex. Ja, und die Vergleichskriterien, die ich euch nenne, die sind alle jetzt mit einem Füllmaterial von Apex 167, der ist zum Beispiel 233, das ist quasi die Füllmenge, die da drin ist. Und bei 167er Apex kann man so ungefähr bei plus 4 Grad noch schlafen. Nur damit ihr gleich einen Vergleich bei den Werten habt. Und auch bei dem Astukas Kilt zeichnet sich aus, dass der eine dickere Fußbox zum Beispiel hat. Also das Füllmaterial in der Fußbox ist ein bisschen wärmer, deswegen man dann manchmal noch auf extra Fußisolation verzichten kann. Manche haben noch solche Down-Booties oder Apex-Booties, quasi so kleine Stiefel, die man beim Schlafen anzieht, um die Füße warm zu halten. Und genauso, was ich euch immer euch empfehlen würde, wenn ihr euch einen Kilt holt, ist diese Halskrause hier noch, die man zuziehen kann. Das nennt man auf Englisch auch einen Draft Collar. Das heißt, wenn ihr quasi den Kilt umhabt, dann könnt ihr dann am Ende noch, wie bei einem Schlafsack, so ein bisschen das Ganze zuziehen, sodass die Hitze zumindest am Hals bleibt und nicht entweichen kann. Denn gerade wenn der Rücken auch auf ist und ihr euch nachts bewegt und dreht, dann kann schon mal sein, dass die Hitze sonst entweicht. Und wenn ihr wirklich einen Kilt auch für den Winter verwenden wollt, also ihr habt eine hohe Apex-Anzahl und wollt bei minus 4 Grad schlafen, da kann das schon mal einiges ausmachen. Ja, und der Astukas Kilt jetzt mit diesen Draft Collar, doppelten Fußboxen, auch wirklich einem sehr, sehr guten Schnitt, auch einer guten Breite, wiegt 565 Gramm und kostet allerdings 520 Euro gerade. Also schon wirklich das Teuerste, was man so einen Kilt kaufen kann. Eine günstigere Option, die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann und was auch ein ukrainischer Hersteller ist, deswegen finde ich das auch gut, wenn man da gerade kauft, ist die Firma Lightway. Und die bieten 2 Kilts an, nämlich den Simple Kilt und den Sleeper Kilt. Und da ist man nur bei 190 Euro jetzt für dasselbe Füllgewicht, 167. Und der Simple Kilt ist einfach wirklich, wie der Name schon sagt, ein Simple Kilt. Der hat keine Kapuze, auch nicht diese Lasche, die man sich auch noch so ein bisschen über den Kopf legen kann, diesen Wärmekragen nicht. Einfach nur ein schön geformter Kilt, der eben bis zum Hals geht. Der Sleeper Kilt, der ist ein bisschen technischer, ein bisschen anders noch geschnitten und der hat auf jeden Fall diesen Draft Collar. Deswegen würde ich euch empfehlen, nehmt lieber den Sleeper Kilt. Diese 90 Gramm mehr sind gut investiert. Wir haben für alle, die jetzt trotzdem einen Schlafsack lieber haben wollen, das kann ja manchmal auch sein, wenn man mit dem Kilt irgendwie gar nichts anfangen kann, kann ich euch ein Produkt von Deuter empfehlen, nämlich den Exosphere. Und das ist das Modell hier. Und der ist jetzt in der Größe L. Und das Besondere an dem ist eben, dass er für einen Schlafsack auch sehr, sehr leicht ist. Der wärmt jetzt in der Größe oder in der Füllmenge bis 0 Grad und kostet 155 Euro und wiegt nur 995 Gramm. Also für einen Schlafsack unter 1 Kilo bis 0 Gramm wirklich sehr, sehr gut. Und das schafft der Schlafsack eben durch diese leicht geriffelte Form, die ihr vielleicht sehen könnt. Hier sind so Gummibänder eingearbeitet. Das heißt, der zieht sich wirklich an eure Körperform. Auch wenn er ein bisschen schmal aussieht, der lässt sich wirklich weiter noch ziehen, wenn er drin liegt. Aber der Sinn dabei ist eben, dass der wirklich versucht,
alles und überschüssiger Luft zwischen Körper und Schlafsack aus dem Schlafsack raus zu befördern, sodass die zu erhitzende Luftmenge wirklich so gering gehalten wird, wie es geht. Und gerade weil er sich so gut an den Körper anschmiegt, ist er auch gut dafür geeignet, den als Schlafsack-Layer zu benutzen. Das heißt, wenn ihr vielleicht einen Kilt benutzt, den zum Beispiel von Lightway, und der ist jetzt eher für den Sommer gedacht mit 167er Apex und ihr wollt auch im Winter damit tracken gehen, dann könnt ihr euch zusätzlich, so mache ich das nämlich auch, diesen Deuter Exo4 holen und könnt dann beide Schlafsäcke kombinieren. Also erst den Schlafsack und darüber dann den Kilt. Und Schlafsack Layering ist ein Thema, worüber ich auch bald ein Video mache. Das skaliert sehr, sehr gut. Also die Wärmeleistung ergänzt sich sehr, sehr gut und dann ist man quasi bei ja, beiden Optionen ist man dann bei 1,6, 1,7 Kilo und kommt da deutlich unter minus 10 Grad noch hin. Deswegen das meine Empfehlung, wenn ihr einen Schlafsack nehmen wollt. Ansonsten ja, kann ich euch einen Apex-Kilt empfehlen von Astukas oder Lightway. Ja, natürlich muss ich dann im Zelt, im Schlafsack irgendwo drauf liegen. Und da ist mittlerweile einfach meine klare Empfehlung, eine Isomatte von Thermarest zu benutzen. Lange Zeit gab es da echt einen großen Konkurrenzkampf mit Nemo und anderen Firmen. Die Nemo Tensor war für viele immer eine Wahl, weil die ein bisschen bequemer ist. Aber jetzt 2023 gerade die Thermarest NXT-Generation startet und die unterscheidet sich nochmal deutlich von den Vorgängermodellen, die ihr gerade auch hier seht. Das ist noch eine aus dem Jahr 2022. Und NXT bedeutet, dass die jetzt noch dicker geworden sind, dass die geräuschloser sind und dass sich der Liegekomfort und der R-Wert noch erhöht haben. Und das war deutlich. Und dasselbe bei gleichem Gewicht. Also die aktuellen Stats von der 2023er NXT Thermarest X-Lite in der Größe Regular sind 354 Gramm, 7,5 cm Dicke und dabei einem R-Wert von 4,5 in der Männerversion. Die Frauenversion hat immer noch einen leicht höheren R-Wert. Und da kommt man schon wirklich sehr, sehr weit. 4 Jahreszeiten in Deutschland sind damit meistens kein Problem. Und da wird man so bei 200 Euro liegen. Gerade ist der Preis sehr, sehr hoch, noch über 200 Euro, weil zum Zeitpunkt jetzt hier im Januar ist gerade eben der Marktstart, die Markteinführung. Ja, und genauso verhält es sich dann auch mit der X-Therm. Das ist die Serie von Thermarest, die dann mehr für den Winter geeignet ist. Und da bin ich dann bei der X-Therm bei einem R-Wert von 7,3, was wirklich unglaublich ist. Also da könnt ihr bei sibirischen Temperaturen wirklich nachts schlafen. Ihr werdet nie eine Isomatte brauchen, die noch einen größeren R-Wert hat, wenn ihr irgendwo in Europa unterwegs seid. Und auch da liege ich nur bei 80 Gramm fast mehr, was unglaublich ist, also 439 Gramm. Und da kann man schon überlegen, ob man vielleicht, wenn man sagt, man ist sehr viel im Winter aktiv und sehr, sehr viel in Skandinavien, ob man dann nicht einfach nur immer die X-Therm nimmt, statt die X-Lite. Solltet ihr aber der Meinung sein, lieber eine Sommer-Isomatte zu nehmen und vielleicht eine für den Winter, gibt es von der X-Therm, das ist auch meine Empfehlung, noch die Möglichkeit, eine Regular White Matratze zu nehmen. Und Regular White bedeutet einfach, dass die gleich lang ist, aber ein bisschen breiter ist. Und ja, natürlich ist der R-Wert sehr hoch, aber die Matratzen in Mumienform sind sehr schmal geschnitten und wenn ihr euch vorstellt, ihr schlaft bei minus 10 Grad, dann kommt eine extreme Kälte vom Boden. Und wenn ihr wirklich ja, zwischen Liegekante und eurer Schulter nur ganz wenig Abstand habt, dann merkt ihr, wie die Kälte zwar nicht durch die Isomatte durchkommt, aber von außen, von den Seiten zum Körper gelangt. Und dem kann man vorbeugen, indem man sagt, gut, wir nehmen jetzt nochmal ja, 100 Gramm mehr, 553 Gramm wiegt die in Regular White. Dafür ist die ein gutes Stück breiter, sodass ihr keine Kälte von den Seiten habt. Und genauso, wenn ihr dann ein bisschen knapper kalkuliert, wie ich auch, ich bin 1,90 groß, die in Regular ist 1,83 lang, dann ja, gucken meine Füße manchmal so ein bisschen hinten raus oder der Kopf oben. Dann kann man auch die Large-Variante nehmen, die ist von vornherein genauso breit wie die Regular White, ist aber von dann ein bisschen länger noch, sodass Füße und Kopf bei einer 1,90 großen Person auf jeden Fall auch ja, beide drauf liegen würden. Und da hat man natürlich dann den optimalen Schutz gegen die Kälte, 567 Gramm und ich glaube 230 Euro, ein bisschen teurer werden die X-Therm-Modelle sein. Ja, und für alle, die wirklich die leichteste Lösung suchen und gerade auch nur für den Sommer, gibt es noch die Uberlight, die will ich hier erwähnen, obwohl ich da kein Fan von bin, weil es damit eben so viele Probleme gibt durch Perforation, weil die so, so dünn ist. Die wiegt nur 255 Gramm, hat auch nur einen sehr geringen R-Wert von 2,3. Also wirklich nur was für den Winter und man spart da ja noch nicht mal 100 Gramm, 99 Gramm gegenüber der X-Lite. Dafür hat man meiner Erfahrung nach immer das Risiko, dass die einfach auf der Tour kaputt gehen kann, dass sie nicht sehr lange hält und auch sonst halt ja, sehr gepflegt werden muss. Deswegen, das wäre die leichteste Lösung für den Sommer, aber generell würde ich euch die X-Lite, NXT oder die X-Therm auf jeden Fall als Profilösung empfehlen.
Ja, und wenn ich dann auf der Isomatte liege, dann kommt für viele Leute auf jeden Fall und für mich auch ein Kissen in Frage. Und die leichteste Lösung bei einem Kissen ist natürlich keins. Manche Leute verwenden keins oder nehmen sich einen Packsack, packen Kleidung rein, schlafen auf der Jacke oder auf dem Pulli. Ich persönlich habe gemerkt, ich brauche ein Kissen. Mir ist das den Schlaf auf jeden Fall wert. Und da möchte ich euch zwei Lösungen zeigen, die die leichtesten Lösungen auf jeden Fall sind. Da haben wir diese beiden Produkte hier. Das eine ist von Zipex und das eine ist von Sea-to Summit. Die unterscheiden sich ein bisschen von Material. Hier haben wir Ripstop Nylon bei dem Produkt von Zipex. Das kostet 40 Euro und wiegt genau 40 Gramm. Das Produkt von Sea-to Summit, das ist das Eros Ultralight Pillow in der Größe Regular. Das hat so ein bisschen einen leichten Stoffüberzug, ist vielleicht für manche Leute angenehmer auf einer Seite. Kostet nur 30 Euro, wiegt aber 16 Gramm mehr als das Zipex, 56 Gramm insgesamt. Und ich benutze mittlerweile das von Zipex und bin auf eine Situation, dass ich sowieso, damit das nicht auf meiner Isomatte verrutscht, meinen Base Layer, den ich nachts ausziehe, quasi über Isomatte und Kissen drüber stülpe als Kissenbezug. Deswegen stört mich das nicht so, dass das hier so eine ja, raue und ungemütliche Oberfläche ist. Vorher fand ich es aber allerdings dann sehr angenehm bei dem Kissen von Sea-to Summit. Deswegen kann ich auf jeden Fall hier beide empfehlen. Ja, dann kommen wir zu dem letzten der vier Big Four, der großen und wichtigsten Gegenstände beim Trekking, nämlich dem Rucksack. Und auch da gibt es keine klare Antwort, was der beste Rucksack ist. Da gibt es tausende Produkte, das ist Präferenz und es kommt vor allem darauf an, ja, wie weit ist euer Equip schon optimiert, wie viel Liter braucht ihr, wie viel nehmt ihr mit. Für mich persönlich ist die klare Antwort der beste Rucksack der Phoenix Light in der zweiten Version von dem deutschen Hersteller aus Köln, Huckepacks. Und das ist der hier, der wiegt 445 Gramm und hat 55 Liter, was wirklich sehr, sehr groß ist. Der lässt sich wirklich beim Kauf individuell in 10 verschiedenen Größen bestellen. Dann misst ihr vorher eure Schulterlänge und habt dann wirklich einen perfekten Rucksack auf eure Schulterlänge, Rückenlänge. Und der kostet allerdings 340 Euro, ist auch voll aus DCF, also aus schwarzem DCF hier, was ich auch sehr, sehr cool finde. Der hat die üblichen Features auf der anderen Seite, natürlich den Meshback vorne, Schultertaschen. Und das Besondere, was ich sonst auch fast bei keinem anderen Rucksack gesehen habe, ist, dass er zwar frameless ist, das heißt keinen steifen Rücken hat, aber als Lösung dieses integrierte Rückenkissen hier zum Stützen im Rücken hat. Und das nehme ich immer mit. Das ist auch sehr, sehr leicht. Bei jeder Pause ziehe ich das kurz raus, benutze das Sitzkissen und gerade waren wir bei den Isomatten, da habe ich es erwähnt, ich bin ein bisschen größer als meine Neo Air. Deswegen ziehe ich das raus und lege das in den Fußbereich, sodass meine Füße, die vielleicht ein bisschen überstehen, dann auch noch gut isoliert sind. Deswegen dieses Konzept ist so ziemlich einzigartig und auch ansonsten ist der von der Verarbeitung handgemacht und sehr, sehr zu empfehlen. Ja, und auch hier als Alternative möchte ich wieder Lightway empfehlen, denn ja, DCF ist auch beim Rucksack, da wir viel Stoff haben, wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Wenn ihr wirklich bei sehr, ja, waldlastigen oder buschlastigen Touren unterwegs seid, dann ist vielleicht DCF nicht immer die beste Idee, weil es anfällig ist gegen Perforation. Es ist stabil und wasserdicht. Man braucht auch manchmal keinen Liner da drin, aber es kann schon mal sein, dass wenn ihr irgendwo einen Dorn habt oder einen spitzen Ast, dass dann ein Loch da reinkommt, was man aber auch flicken kann. Deswegen bei Rucksäcken, genau wie bei Zelten, das sehe ich auch als DCF als beste Lösung an. Und da gibt es auch Produkte von Lightway, nämlich den Elementum in DCF. Den gibt es auch nicht in DCF, aber in DCF wiegt der 450 Gramm, kostet 320 Euro und ohne DCF dann 528 Gramm und kostet 100 Euro weniger. Und der fasst ein bisschen weniger, 45 Liter und ist auch wirklich zu empfehlen. Blende ich auch gerade mal hier ein, könnt ihr euch mal angucken. Ich finde den auch sehr cool von den Farben her. In der Nicht-DCF-Variante ist der in Grün. Ansonsten gibt es von Lightway auch noch für Leute, die wirklich sehr, sehr gut optimiert sind, den Gramless DCF-Rucksack. 35 Liter, also nochmal 10 Liter weniger. Ich habe bei der anderen Packliste immer den Gear for Free-Rucksack vorgestellt und der hatte auch nur 35 und 40 Liter. Also, wenn ihr den vorher benutzt habt und wollt dann upgraden und ja, nehmt auch ein paar andere Gegenstände, die leichter und kleiner sind, dann könnte das als Ersatz für euch in Frage kommen. Und der wiegt nur unglaubliche 314 Gramm bei 35 Liter, was mit die leichteste Lösung überhaupt ist, kostet 290 Euro. Und auch von Zipex gibt es da eine sehr, sehr gute und leichte Lösung, nämlich den Zipex Nero, also Near Zero, wie der Name schon sagt, hat nochmal 3 Liter mehr, 38 Liter und wiegt 298 Gramm.
erstmal in der Rohform. Der hat eine Menge Add-ons, die man optional dazu kaufen kann, wie auch diese Schulterflaschenhalter oder ein Hüftgurt und so. Da kommt dann noch ein bisschen was dazu, was vielleicht das Produkt von Lightwear jetzt generell schon hat. Dafür aber auch 3 Liter mehr. Ja, und auch da beim Zipex Nero liegen wir da auch bei 300 bis 400 Euro, je nachdem, wie viel ihr für den Zoll bezahlen müsst. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Packsäcke oder Liner ist natürlich ein Thema. Man hat so einen Rucksack, die sind erstmal im Prinzip wasserdicht, vor allem wenn sie aus DCF sind. Aber viele Leute benutzen gerne einen Liner, das habe ich teilweise auch gemacht. Bei dem brauche ich das nicht, aber wenn ich eine sehr, sehr nasse Tour erwarte, nehme ich trotzdem für meinen Kilt oder Schlafsack manchmal noch einen Liner mit oder auf jeden Fall immer für die Kleidung. Und da stelle ich euch mal einen ganz großen Liner vor, nämlich dieses Produkt hier von Zipex, auch aus DCF. Bei Packsäcken und Linern ist es so, dass DCF natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl ist, gerade wenn sie ein bisschen größer sind, komplett wasserdicht und der leichteste und stabilste Stoff, den es so gibt. Aber gerade bei kleineren Packsäcken, die man nur zur Organisation benutzt, finde ich, muss man es nicht unbedingt aus DCF haben. Und um mal ein paar Werte zu nennen, das ist der Zipex Dryback, 10,7 Liter, das Modell jetzt und wiegt nur 28 Gramm, kostet 50 Euro, finde ich super, passt auf jeden Fall mein Kilt, den ich euch gerade gezeigt habe, so rein. Ein anderes Modell, das ist von Tarptint, ein Packsack zum Beispiel, kann ich euch auch nochmal zeigen, auch aus DCF, den benutze ich auch, um ja, eigentlich der Organisation will, manchmal packe ich da ein bisschen Technik rein oder meine Schlafsachen auf jeden Fall, mein Kissen und sonstige Sachen, kann auch in so eine Tube auf jeden Fall kommen. Und da gibt es auch Packsäcke wieder von Lightway. Die fertigen dann in Europa halt DCF, was ein bisschen günstiger ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Größen, 3,5 Liter, 4,5 Liter, 10 Liter. Und die wiegen dann auch so ungefähr, was wie die Zipex-Produkte, ein bisschen mehr. 23 Gramm, 27 Gramm, 35 Gramm. Und kosten dann aber ein bisschen weniger, nämlich 30 bis 45 Euro. Also wenn ihr wirklich DCF-Packsäcke haben wollt, können Sie natürlich Zipex bestellen, ist noch ein bisschen leichter, aber Lightway wie immer in Europa gut zu haben und ein bisschen günstiger, gerade was die DCF-Artikel angehen. Wir haben für alle, die jetzt sagen, gut, DCF bei Packsäcken brauche ich nicht unbedingt, verstehe ich. Da gibt es von Six Moon Designs, auch ein sehr, sehr bekannter Hersteller aus dem Ultralight-Tracking-Bereich, ist auch ein Produkt, was es in Europa sehr, sehr gut gibt, sind die Packpots. Und da gibt es meistens Sets von 3 Stück, die haben auch zum Beispiel Zipper, also einen Reißverschluss, sind komplett wasserdicht und die sind nicht aus DCF, sondern aus 40D Ripstop Nylon, was sehr, sehr stabil ist. Und die kommen auch in Größen 0,5 Liter, was sehr, sehr klein ist, vielleicht für irgendwelche Medikamente oder so, 2 Liter und 7 Liter und die wiegen auch nur 8 Gramm, 20 Gramm und 28 Gramm und kosten allerdings dann, ja, auch 30 bis 40 Euro, je nachdem, welches Set man da nimmt. Ja, deswegen ungefähr gleich, was das Gewicht angeht. Vielleicht ein bisschen schwerer dann als DCF, aber bei Packsäcken, da macht das echt nur 1-2 Gramm aus. Deswegen finde ich, kann man da auch als Profi, als beste Lösung darauf verzichten, da vielleicht DCF unbedingt zu nehmen. Und ansonsten, was ich auch verwende und euch schon oft gezeigt habe, sind die Noakes Bags. Das sind quasi Ziploc-Beutel in sehr, sehr stabil und hochwertig. Die wiegen fast nichts, also das ist jetzt die Größe L hier, glaube ich, 4 Liter, 20 Gramm und davon habe ich einen mit als Foodbag immer, wo ich offene Lebensmittel rein tue, die außerhalb ihrer Verpackung sind und benutze auch manchmal diese Größe hier, zum Beispiel die kleineren. Das ist so mein Hygiene-Erste-Hilfe-Beutel und ja, das ist, reicht für mich die Größe, das wiegt sehr, sehr wenig, das ist die Größe S oder M, glaube ich, und da kriegt man auch dann 5er-Set schon für 16 Euro teilweise. Ja, als nächstes kommen wir zum Thema Töpfe, die wir zum Kochen verwenden. Und da sprechen wir natürlich von Titantöpfen. Das ist die einzige ultraleichte Lösung. Und auch da habe ich schon ein sehr intensives Video gemacht, wo ich die Kochlösungen alle mal vergleiche, auch Kocher und Töpfe unter sich und Brennstoffarten. Das verlinke ich euch gerade mal oben. Aber ich kann es kurz noch mal zusammenfassen auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Titantopfhersteller wie Keys oder Tokes. Und beide können aber nicht, meiner Erfahrung nach, mit den Titanlegierungen von Evernew mithalten. Deswegen möchte ich euch hier Produkte von Evernew auf jeden Fall empfehlen und benutze die auch selber. Das ist zum Beispiel ein Modell, was 760 Milliliter fasst, der Titanium Cup 760 FD und der wiegt nur 68 Gramm mit diesem Henkel hier. Und 68 Gramm für 760 Milliliter ist einzigartig. Die Größe ist immer noch so gut, dass man wirklich eine Menge Wasser kochen kann, was immer für alle Speisen, Tee und Kaffee gleichzeitig für mich reicht. Natürlich, wer jetzt darin kochen will, also wirklich Nudeln oder sonst was, oder wo man viel rühren muss,
dann nimmt man vielleicht einen breiteren. Und auch da gibt es noch kleinere Modelle, den 570 FD, 56 Gramm, der fasst dann 200 Milliliter weniger, wiegt dafür dann 12 Gramm weniger. Die kosten beide um die 40 Euro, was dann auch noch geht, finde ich, für einen Titantopf. Es gibt auch noch die Größe 900 Milliliter, die ist dann, glaube ich, ein bisschen breiter auch. Und die hat einen Deckel dabei. Ich persönlich verwende keinen Deckel, weil ich den eigentlich nicht brauche. Der bringt der Effizienz nicht so einen großen Gewinn. Und manchmal nehme ich mir auch irgendwie mit einer Mahlzeit, die ich gerade habe, die benutze ich dann als Deckel. Und der MagPot in 900 Milliliter von Evernew, der wiegt mit Deckel 96 Gramm und kostet 80 Euro. Trotzdem möchte ich natürlich auch ein Produkt von Toex empfehlen. Denn Toex hat manche Produkte ohne Henkel. Und für manche Leute ist das vielleicht was, wo sie dann auch noch ein paar Gramm sparen können und benutzen dann vielleicht die Essbesteck, um den Topf irgendwie zu tragen, oder müssen den irgendwie gar nicht, wenn er heiß ist, zum Umschütten hochheben. Ich persönlich bin froh, dass ich diesen kleinen Henkel hier habe, aber das will ich nur mal erwähnt haben. Mit Toex gibt es auf jeden Fall Produkte, die verzichten noch darauf. Und es gibt auch noch bei Toex eine Hybridlösung, sage ich mal, 650 Milliliter, der Light Titanium Pot mit Deckel, 77 Gramm für 35 Euro, also auch auf jeden Fall eine konkurrenzfähige Lösung. Ja, und egal wie ich dann koche, einen Topf habe ich immer, und was auch nie schaden kann, ist ein Windschutz, den ich einfach brauche, wenn es sehr, sehr windig ist. Und auch da ist Titan einfach natürlich die leichteste Variante, und ich selber benutze hier zwei Titanfolien. Die kleinste davon wiegt nur 10 Gramm und die ist von Eifel Outdoor Equipment, die Bulbul in der Größe S. Die wiegt nur 10 Gramm, kostet 30 Euro. Der große Bruder davon, wenn man sie nicht abschneidet, wiegt 16 Gramm und kostet 30 Euro. Und die benutze ich, wenn ich jetzt mit einem Gaskocher koche, weil die eben ein bisschen höher ist und die Gaskartusche mit Kocher insgesamt höher ist. Bei Spiritus oder S-Bit, da reicht einfach dieser kleine. Und auch da gibt es eine Titanfolie, die ich hier gerade nicht liegen habe, von Evernew, die ich noch empfehlen möchte, nämlich den Evernew TI Windshield. Und da hat man auch 18 Gramm, zahlt 55 Euro, ein bisschen mehr. Dafür ist sie aber ein bisschen schnittiger. Und hier muss ich die wirklich quasi selber einfach drumherum abwickeln und ein bisschen selbst stabilisieren. Ja, gerade schon erwähnt, es gibt verschiedene Brennstoffarten, Kochsysteme, die man verwenden kann, nämlich Gas, S-Bit und Spiritus sind die drei häufigsten. Ich habe hier alle dreimal liegen und will euch auch kurz jeweils einfach nur ganz knallhart die leichtesten Optionen dabei vorstellen. Bei Gas ist das ja entweder der BRS 3000T, den ich hier liegen habe, den kennen sehr viele, der wiegt nur 25 Gramm und wiegt 19 Euro. Der hat eben, wie schon im Kochervideo erwähnt, diese spezielle Legierung hier unten nicht, was dafür sorgt, dass die Hitze vom Gaskocher nicht auf die Gaskartusche übergeht. Und wer da ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit legt, der sollte da auch zu Produkten von Eifel Outdoor Equipment greifen. Da gibt es einen Kocher, der sieht genauso aus, nämlich den Lithium. Der wiegt dann 20 Gramm mehr, nämlich 44 Gramm, kostet 60 Euro. Aber der hat dann eben das Problem der Wärmeleitung nicht. Dann gibt es noch den Titanium, der wiegt 4 Gramm mehr, 48 Gramm, und der hat eine, blende ich euch gerade mal ein, ist ein bisschen größer oben, verteilt die Flammen ein bisschen besser. Solltet ihr aber S-Bit bevorzugen, was ich auch bei kurzen Touren immer mache, dann könnt ihr den S-Bit Titankocher nehmen, 13 Gramm und 14 Euro. Geht nicht leichter, gerade weil man für die Brennart S-Bit keine Transportmöglichkeit braucht, also kein Gefäß, weil man den harten Würfel einfach so transportieren kann, gegenüber ja von einer schweren Gaskartusche oder wirklich dem Spiritus. Beim Spiritus, da sind die Produkte von X-Boil definitiv die leichtesten. Das hier ist etwas aus Titan, also wirklich, da wird ans letzte Gramm gedacht. Da kommen Haken rein, die ich jetzt hier gerade nicht habe, worauf man dann den Topf wirklich befestigt und hier den Spiritus reinfüllt. Und da lege ich bei der Größe FS90-100, das ist der Millimeterbereich, den der Topf dann haben sollte, bei 42 Gramm und zahle 50 Euro. Ja, und so langsam kommen wir in den kleinteiligeren Bereich. Was ich noch zum Kochen und Essen brauche, ist natürlich ein Löffel, eine Gabel oder die Hybridform, irgendwie ein Göffel. Und den leichtesten, den ich da kenne, das ist der Göffel von MSR. 9 Gramm lässt sich hier so zusammenfalten einfach, ist sehr, sehr lang, man kommt also gut auch in diese Fertigmahlzeiten rein. 9 Gramm und 10 Euro kostet der. Es gibt dann auch noch
ja, Modelle, die sind dann aus Titan auch gefertigt. Und das erinnert dann mehr an so klassisches Essbesteck hier. Das ist jetzt nicht aus Titan, sondern einfach bei mir aus der Küche, damit ich das mal so zeigen kann. Und die Titanprodukte, das haben manche Leute einfach lieber, weil die stabiler sind. Da gibt es von Sea to Summit den Alpha Light Long Handheld Spork oder Löffel, je nachdem, ob man das mit Gabel möchte oder nur als Löffel. 12 Gramm, 10 Euro, also auch nur 3 Gramm mehr. Und von Tokes gibt es auch noch den Titan Ultralight Löffel für 11 Gramm, 10 Euro. Ja, wenn ich dann Wasser aufkochen möchte und auch essen möchte, brauche ich natürlich Wasser und sehr viele Leute und ich auch nehmen auch in Deutschland immer einen Wasserfilter mit. Und da gibt es natürlich den Klassiker, den ich auch habe, den Sawyer Squeeze. Und der, ja, den kann man einfach auf eine Flasche oben draufschrauben, direkt daraus trinken. Es gibt kleine Beutel, die dabei kommen. Ich kann also Wasser hier rein filtern, das draufschrauben und daraus filtern. Und mit dieser, ja, Spritze, da backflasche ich das Ganze, wenn ich dann zu Hause bin. Also drück quasi mal von der anderen Seite Wasser durch, um das Ganze zu reinigen, damit der Wasserfilter auch lange erhalten bleibt. Ja, und der Sawyer Squeeze, der kommt in zwei Größen. Das ist die normale, der Point One. Und der wiegt 67 Gramm in der Größe mit dem Plastikcap drauf. Den gibt es auch noch in Mini. Dann wiegt der 14 Gramm weniger, 51 Gramm und beide kosten 52 Euro. Ich empfehle euch trotzdem nicht den Mini, weil der einfach eine so niedrige Durchflussrate hat. Es kommt sowieso nicht oft vor, dass man Wasserfilter braucht. Aber wenn ich ihn brauche, dann will ich erstens, dass er auf jeden Fall dann funktioniert und dass es nicht stundenlang dauert, da Wasser durchzufiltern. Und beim Mini ist es eben sehr schnell so, dass der einfach gar nicht mehr geht, aus meiner Erfahrung, auch das ist, was viele andere sagen, oder es sehr, sehr lange dauert. Deswegen nehmt die 14 Gramm mehr in Kauf und holt euch das normale Modell. Es gibt auch Konkurrenzprodukte, die ich hier auch erwähnen möchte, den Katadin B3, wobei ich den Sawyer da noch klar präferieren würde, aber jetzt auch ein relativ populäres Produkt, jedenfalls im letzten Jahr, der Platypus Quick Draw. Könnt ihr euch mal anschauen, manche Leute haben den lieber, der ist ein bisschen schwerer als der Mini jetzt zum Beispiel, wiegt dann auch 60 Gramm und ich würde euch trotzdem eine Sawyer empfehlen, aber ist eine Präferenzsache. Der Quick Draw ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ja, um generell eine Flamme zu entzünden, brauche ich natürlich eine Feuerquelle. Da könnte man gegebenenfalls mit einzelnen Streichhölzern arbeiten, aber ein Feuerzeug und vor allem auch zwei Feuerzeuge, eins als Backup, ist auf jeden Fall besser. Und alle, die Feuerzeuge kennen, wissen, dass Bic da wirklich ein sehr, sehr guter Hersteller ist, der auch bei Wind funktioniert. Und da gibt es eben diese Mini-Bics, die wiegen voll 11 Gramm und die würde ich euch dann auch empfehlen als, ja, Feuerquelle, die ihr so bei der Ultralight-Tracking-Tour auf jeden Fall mithaben solltet. Ja, kommen wir zum Wasserbehältnis und das unterscheidet sich wirklich nicht zu dem, was ich auch in der Einsteigerliste empfohlen habe, denn es gibt natürlich eine Menge Flaschen, die alle viel wiegen. Es gibt Wasserblasen, die, wie ihr vielleicht in meinen anderen Videos gesehen habt, immer schwerer sind als PET-Flaschen, die man im normalen Einzelhandel kaufen kann. Und so sehen diese PET-Flaschen nach einer Saison Tracking aus. Die kann man natürlich immer wechseln, weil das Centartikel sind. Und ich will euch ganz kurz sagen, wo ihr da die leichtesten Modelle herbekommt, um einerseits Wasser zu transportieren, andererseits auch vielleicht mit den kleinen Spiritus oder Brennmaterial, wenn ihr das verwendet. Ja, die große Flasche hier, das ist die Netto Naturalis zum Beispiel. Die gibt es auch bei unter anderen Wassermarken. 1,5 Liter, 23 Gramm, also wirklich konkurrenzlos, was man mit 23 Gramm da an Wasservolumen tragen kann. Da passt allerdings nicht der Wasserfilter Sawyer Squeeze drauf, deswegen nehme ich immer noch eine Aldi-Quellbrunnenflasche zum Beispiel. Die wiegt nur 3 Gramm mehr, hat aber dann diesen Anschluss hier oben, so ein anderer Drehverschluss, der ist ein bisschen weiter, sodass dann der Wasserfilter drauf passt. Ja, und ihr habt gesehen, mein Rucksack hat hier vorne ja, diesen Schnellzugang zu einer Wasserflasche. Deswegen nehme ich immer noch eine kleine mit. Das ist zum Beispiel eine Edeka Apfelschorle. Die gibt es auch natürlich, wie gesagt, in anderen Sorten. 0,5 Liter und 11 Gramm und auch das leichteste Behältnis dann, wie gesagt, um Brennstoff zu tragen. Ja, gehen wir mal langsam in Richtung Stromversorgung und da zur Powerbank. Und da kann man einfach ganz klar sagen, da gibt es eine beste Antwort. Nämlich die Antwort lautet Nightcore. Und viele kennen schon dieses Modell, das ist die Nightcore NB10000, die gibt es jetzt seit 3 Jahren, wiegt genau 151 Gramm. Die gibt es mittlerweile auch in zweiter Generation, unterscheidet sich dann nicht so deutlich. Die Ecken sind ein bisschen runder, weil die zu spitz waren und die hat eine gelbe Markierung für den USB-C-Eingang. 10.000 mAh für 151 Gramm, das ist in der Größe konkurrenzlos. Aber jetzt auch frisch 2023 kommt gerade die Carbo 20.000 auf den Markt, auch von Nightcore. Und das alte Nightcore-Modell mit 20.000 war leider schwerer als zwei einzelne 10.000er, weswegen,
es immer noch besser war, wenn man große Touren gemacht hat, zwei von den kleinen mitzunehmen. Aber jetzt gibt es die Carbo 20.000, 295 Gramm bei 20.000 mAh. Deswegen die absolut beste und leichteste Powerbank pro Gramm, die man momentan für Geld auf der Welt kaufen kann. Kostet allerdings auch 120 Euro. Die beste Technik und Carbonmaterial kostet natürlich. Möchtet ihr da ein bisschen sparen, könnt ihr ja quasi 30 Gramm mehr mitnehmen und da auf das Produkt von Silicon Power zurückgreifen. 324 Gramm unter 30 Euro, wird aber komischerweise nicht mehr produziert. Nur noch bei manchen Online-Shops einzeln zu haben, in weiß oder schwarz. Müsst mal schauen, ob ihr die noch bekommt, aber ansonsten für absolute Profis führt kein Weg an die Nightcore-Produkte vorbei. Wie verkabel ich das Ganze? Was sind die leichtesten Lösungen, wenn ich dann mein Smartphone oder meine ganzen Geräte laden möchte? Und da suche ich natürlich nach einem Kabel, was so kurz ist wie möglich und am besten USB-C zu USB-C hat. Einerseits, weil natürlich USB-C viel kleiner als USB-A oder USB-B ist vom Eingang. Also, das ist der klassische USB-Stecker. Der ist natürlich hier kleiner, USB-C. Deswegen benutze ich persönlich dieses 10 cm lange Kabel von Invid. Das wiegt extrem wenig, 6 Gramm, und setze darauf, was wir gleich sehen werden, verschiedene Adapter. Ja, und es gibt aber auch, wie gesagt, diese kurzen, ich verlinke euch unten auch mal einen Dreierpack, da kriegt man drei Stück, die sind dann 20 cm nur für 7 Euro und die wiegen dann auch nur 7 oder 8 Gramm. Ja, diese Adapter, von denen ich gesprochen habe, man nimmt dann natürlich nicht ein extra Kabel mit, wenn ich zum Beispiel eine Kopflampe habe, die noch Micro-USB hat, oder ich habe ein iPhone, was jetzt Lightning-Adapter hat. Dann gibt es wirklich diese ganz kleinen Stecker hier, die nur 2 Gramm oder sowas wiegen, die ich dann einfach draufstülpen kann. Das in dem Fall ist USB-C auf Micro-USB und das benutze ich für meine Kopflampe. Es kostet nur 3 oder 4 Euro. Dann benutze ich noch eins für meine Smartwatch, meine Garmin-Uhr, mit der ich auch navigiere. Die zeige ich euch gleich auch, die liegt hier. Da brauche ich kein extra Kabel mitnehmen. Da nehme ich dann auch ganz normal mein 7 cm Kabel, haue das da drauf und kann damit meine Uhr laden. Wiegt auch nur 2 Gramm und das gleiche gibt es auch dann eben für iPhones, und die verlinke ich euch auch mal alle unten und sind ungefähr alle gleich teuer und gleich schwer, 2-3 Euro. Ja, und Stand jetzt gibt es auch eine leichteste Lösung, das Ganze dann an eine Steckdose zu laden, nämlich den Anker Nano oder auch PowerPort 3 wird er, glaube ich, auch teilweise bezeichnet. Kleinstmöglicher Stecker, 37 Gramm und USB-C-Ausgang. Es gibt jetzt bald Produkte, die haben dann zwei USB-C-Ausgänge, sind aber natürlich dann schwerer. Habt ihr die Möglichkeit, zwei Produkte gleichzeitig aufzuladen und wollt ihr das machen, kann es sein, dass es sich dann anbietet, einen Stecker zu nehmen, der dann gleichzeitig zwei Ports hat. Aber dieser Stecker von Anker kostet mittlerweile auch nur noch 15 Euro und lädt auch sehr, sehr schnell dann die Powerbank oder ein Smartphone direkt auf. Ja, und ein Gerät, was ich dann damit auch aufladen kann und möchte, wie gerade schon erwähnt, ist die Kopflampe. Und da ist auch die Antwort wieder mal Nightcore. Die sind da einfach bei Kopflampen und Powerbanks wirklich der beste Anbieter. Und das hier ist die klassische NU25. Die wiegt erstmal ohne das Kopfband 25 Gramm und hat jetzt in dem Fall auch noch Micro-USB. Und das Band ist das Schwere daran. Ich habe meine andere Kopflampe mitgebracht, um euch zu zeigen, wie dieses Band normal aussieht. Das wiegt dann sehr, sehr viel. Die Lampe wiegt jetzt hier teilweise 76 Gramm und ein Großteil davon geht eben auf dieses Band. Ja, und dieses Band hier, das habe ich selber modifiziert, einfach mit einer Kordel, die ich hier selber verstellen kann, weswegen meine dann gemoddet quasi nur 33 Gramm wiegt. Aber es gibt auch fertig gemoddete Kopflampen mit diesem Band. Zum Beispiel kann man das im Zipex Store kaufen. Da gibt es die NU25 mit einem Zipex Band, was dann deutlich leichter ist. Dann wiegt das schon nur 39 Gramm statt dem Standard 54 Gramm. Ja, und auch gibt es mittlerweile noch von Nightcore eine Variante mit dem leichteren Band, nämlich die NU25 UL. Die wiegt dann nur 45 Gramm. Und es gibt noch mittlerweile die Nightcore NU25 400. Die hat dann noch ein paar Lumen mehr, ich glaube 40 Lumen. Aber mittlerweile mit einem USB-C-Stecker. Ja, die kosten auch alle so gleich viel, ungefähr 33 Euro. Ist jetzt die normale NU25 mit diesen anderen Bändern ein bisschen mehr. Und das ist so die günstigste oder leichteste Lösung, wenn ihr eine Kopflampe benutzen wollt. Was aber allerdings die absolut leichteste ist, wenn ihr das mal austesten wollt, sind diese kleinen LED-Taschenlampen, die es jetzt langsam gibt. Und die sind extrem hell wirklich für diese Größe und das Gewicht. Das ist die S11 LED-Taschenlampe. Die gibt es unter vielen Bezeichnungen. Und
wie gesagt, sind die extrem hell. Die haben USB-C und die wiegen nur 18 Gramm. Und ich habe hier so eine Art Klettkleber drauf gemacht und befestige die auf unterschiedlichen Teilen, zum Beispiel auf meiner GoPro-Kamera, wenn ich damit filme, aber auch teilweise an meiner Cappy, die ich euch gleich zeige und immer mit habe. Und da kann man natürlich dann nochmal die Hälfte an Gewicht sparen, wenn euch diese kleine Lampe reicht und ihr die irgendwie befestigen könnt. Ja, und ich sprach gerade schon von der Mütze und als normale Cappy oder Sonnenschutz nehme ich auf jeden Fall auch immer eine mit. Und zwar ein Produkt von Decathlon, die liegt hier. Und das ist so die leichteste Cappy, die ich eben kenne, von Evadict, die Sahara Cap. Die kommt auch teilweise mit einem Nackenschutz, den ich aber abgemacht habe. Und den kann man auch abmachen, der ist mit Klett befestigt. Und die wiegt nur 19 Gramm. Und in Schwarz, ich hatte die doch schon im Weiß, habe sie dann leider verloren. Sieht ja auch ganz gut aus, die erfüllt ihren Job. Schützt auf jeden Fall vor Sonneneinstrahlung im Gesicht und 19 Gramm ist da echt nicht viel. Als richtige Mütze, also für Wärmeleistung, eignen sich Multifunktionstücher und zwar Buffs. Und da gibt es einmal die Variante aus Vlies, das ist das, was ich benutze. Das ist von Head, die Printed Fleece Tube für 20 € 47 Gramm. Und natürlich gibt es auch die klassischen Buffs, die sind dann ein bisschen dünner für alle, denen das reicht. 39 Gramm. Ich nehme ganz ehrlich das extra Gewicht immer mit für den Vlies, weil der nachts dann sehr, sehr gut wärmt. Ich benutze das teilweise auch so manchmal als Handtuch, um mich trocken zu machen. Ich benutze das als Schal, als Maske, wirklich Multifunktion. Und da gehe ich dann das Mehrgewicht dann einfach für das Vlies ein, gerade weil die Kills auch dann keine Kapuze haben und es wichtig ist, dass man dann auch mit der Jackenkapuze vielleicht schläft und mit einer guten Mütze. Ja, wenn es dann kalt und vor allem regnet, braucht man etwas, was einen schützt. Und ich persönlich benutze da für mich die leichteste Lösung, den ich kenne, nämlich einen Poncho, auch von Sea-Doo Summit, nämlich den ja, 15D Ultrasil Nano Poncho, 145 Gramm. Und ich glaube, der liegt gerade so bei 70 oder 80 €. Ich bin mit dem Produkt sehr, sehr zufrieden. Der geht wirklich sehr weit runter. Man schwitzt darunter nicht. Eben der große Vorteil von einem Poncho und das Gewicht ist einfach einzigartig. Es ist nicht aus DCF, es ist aus ganz dünnen Silnylon gefertigt. Komplett, ja, wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das heißt, keine Membran, die irgendwie mit der Zeit durchlässig werden kann. Falls ihr eine Regenjacke haben wollt, empfehle ich euch ein Produkt von Lightheart Gear, nämlich die Rain Jacket, die aus Silpoly gefertigt ist. Sie ist sehr schnittig, 150 €, 155 Gramm, also 10 Gramm schwerer als der Poncho. Geht natürlich dann auch ja, nicht ganz bis runter an die Beine, dafür die ganzen Arme entlang und natürlich sehr eng anliegen und sehr schnittig. Ja, an dem Bein verwende ich dann auch zusätzlich eine Regenhose und das würde ich auch jedem empfehlen. Gerade wenn es richtig nass und richtig kalt wird, da reicht einfach eine Regenjacke und ein Regenponcho nicht aus. So eine Regenhose bei kaltem Wind schützt natürlich auch vor dem Wind und wärmt deswegen. Und ich persönlich track auch oft in kurze Hose. Und wenn es dann kühler wird, nehme ich die Regenhose drüber. Da gibt es sehr coole und leichte Produkte. Ich persönlich verwende die Halo Pants von Om. Habt ihr vielleicht schon mal in Videos gesehen? Das ist die graue. Die wiegt jetzt in Größe L 85 Gramm und in Größe M 80 Gramm, nur ein bisschen weniger. Kostet 90 €. Und mittlerweile gibt es ein super Produkt, das will ich einfach mal empfehlen, von RAB, die Phantom Pants. Die sind echt schnittig, die haben noch eine höhere Wassersäule, die haben neuere Materialien, die wiegt auch noch 1-2 Gramm weniger, 79 Gramm und kostet 100 €. Auch von Zipex gibt es da ein Produkt, Vertis 85 Gramm. Es gibt noch von Inoff 8 die Race Pants, die eigentlich aus dem Bikesport kommen. Das ist so die leichteste Lösung, 72 Gramm, 80 €, auch ein bisschen günstiger, aber die ist wirklich sehr, sehr dünn. Und die fürs Tracking würde ich dir eher nicht so empfehlen, da lieber die 7 oder 8 Gramm mitnehmen und das Produkt von Araby nehmen. Ansonsten gibt es noch von Montbel die Versalite, die kostet 90 Gramm, auch sehr populär. Und auch von Astukas gibt es eine sehr, sehr teure Hose, 360 € aus DCF, die Event Archer Trousers. Das ist so das Nonplusultra. Man hat zwar ein paar Gramm mehr, aber die Hose ist aus DCF und von der Verarbeitung und vom Nutzen dann doch ein bisschen höherwertiger als die anderen Produkte. Sucht ihr aber nach einer ganz normalen Regenhose, die am leichtesten ist und jetzt nicht irgendwie über 300 € kostet, dann würde ich das Produkt von RAB empfehlen. Ja, und auch wenn es kalt wird, brauche ich natürlich auch was an den Händen, mein Handschutz. Und da braucht man erstmal Fließhandschuhe, kleine Leinehandschuhe, die sehr eng erstmal anliegen und die nur
für die Wärme da sein sollen. Und da kann man natürlich sagen, okay, es gibt dickeren und dünneren Vlies, da ist man auf der besten, auf der Suche nach dem leichtesten Vlies oder wärmsten Vlies pro Gramm. Und ganz einfach kann ich immer empfehlen, die Handschuhe von Decathlon. Die wiegen in der kleinen Größe 22 Gramm, die kosten nur 2-3 Euro. Und es sind einfach Vlieshandschuhe mit einem relativ guten Vlies, recycelten Vlies, die ich lange Zeit als Leinerhandschuhe verwendet habe. Ein bisschen schnittigere und noch ein bisschen besseres Vlies meiner Meinung nach sind die Leinerhandschuhe von Lyot, die Aktschuk heißen die. Und die wiegen jetzt bei mir hier so 11 Gramm, kosten 38 Euro und aus meiner Erfahrung nach liegen die ein bisschen enger auf jeden Fall an und sind noch ein bisschen wärmer. Deswegen würde ich die auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mehr als 2-3 Euro ausgeben wollt. Und ansonsten gibt es noch die Alpha Vlies von Santini. Die sind auch sehr interessant. Die sind nicht ganz so robust wie die. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Die sind aus Polartec gefertigt und wiegen nur 17 Gramm, kosten 40 Euro. Die sehen sehr lustig aus. Ich zeige euch die mal. Und die sind noch deutlich wärmer als die. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Die kann man auf keinen Fall lange ohne was anderes tragen und dann auch noch Trekkingstöcke dabei haben. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr ausfransen, aber in der Theorie die wärmsten Handschuhe für das Gewicht 17 Gramm. Ja, und da drüber, wenn es dann regnet oder sehr, sehr windig wird, brauche ich Überziehhandschuhe. Und ich verwende da die Überziehhandschuhe von Zipex mittlerweile. Und das sind die Zipex Rain Vertis. Die wiegen 20 Gramm, zwei Stück, kosten 80 Euro. Sind auch ein bisschen länger, haben eine hohe Wassersäule, also wirklich einer meiner Lieblingsprodukte von Zipex überhaupt. Davor habe ich auch die Produkte von Om verwendet, der Hersteller meiner Regenhose. Om Kamleika hießen die, 4 Gramm schwerer, 24 Gramm, kostet aber nur die Hälfte, 40 Euro. Ich war auch sehr damit zufrieden. Man muss sagen, auf sehr regenhaften Touren und gerade wenn man den Trekkingstock auch noch hält und Druck ausübt, dann kann es sein, dass da irgendwann Wasser durchkommt und sie sind auch nicht so lang wie die jetzt von Zipex unbedingt. Falls ihr nach Handschuhen sucht, die jetzt nur gegen Windschutz da sind, also wenn ihr wisst, es ist irgendwie gar kein Regen da, nur sehr, sehr kalter Wind, dann gibt es von Montbel eine Lösung, die nur 10 Gramm wiegt, nämlich die UL Shell Mittens für 32 Euro, auch ein sehr interessantes Produkt. Ich würde allerdings dann immer die Handschuhe von Zipex nehmen, weil da habe ich auch noch den Regenschutz dabei. Ja, und jetzt kommen wir zu den Trekkingstöcken. Und auch da gibt es eine klare Antwort, was das leichteste und beste Produkt ist. Da ist es nämlich ein Produkt von Gossamer Gear, die LT5 Trekkingstöcke. Einer wiegt nur unglaubliche 139 Gramm und ist dabei auch noch so stabil aus Carbon, dass ich sie euch hier empfehlen möchte. 200 Euro kosten sie. Vergleichsprodukt sind die Zipex Minimalist Trekking Poles, 144 Gramm, also nicht viel schwerer und ein bisschen günstiger, 120 Euro. Ansonsten gibt es auch noch von Fisan, ein bisschen günstigere, 68 Euro, der Trekkingstock Compact 4, der wiegt 175 Gramm, also da sieht man wirklich günstiger, dafür dann ein bisschen schwerer. Und die Produkte, die ich verwende, das sind Trekkingstöcke von Helinox, das sind die hier. Und die habe ich, weil die bis 145 cm lang gehen und aus DAC-Aluminium gefertigt sind. Das heißt, 145 cm brauche ich für meinen Zeltaufbau. Ich brauche einfach diese Länge, dass ich das freistehend aufbauen kann und deswegen nicht aus Carbon, weil die einfach dann aus Aluminium stärker sind und brechsicherer sind. Deswegen nehme ich da ein bisschen mehr Gramm mit, 204 Gramm, aber wirklich 145 cm lang. Und dafür, dass die nicht aus Carbon sind, dadurch natürlich unzerstörbar, sehr robust, ein super Produkt, 150 Euro, also die würde ich empfehlen für alle, die entweder nichts aus Carbon suchen oder etwas suchen, was halt wirklich bis 145 cm geht, vielleicht auch für die Zelte von Zipex, das Altaplex zum Beispiel, braucht auch so lange Stöcke. Ja, und dann möchte ich nochmal im Schnelldurchlauf auf das Thema Kleidung eingehen. Und das ist natürlich ein Thema, wo sehr, sehr viel Präferenz mitspielt, sehr viel Geschmack. Da geht es auch viel um Aussehen. Und ich persönlich verwende da meistens Produkte von Patagonia. Einerseits, weil sie sehr, sehr gut verarbeitet sind und man sich darauf verlassen kann. Man kann sie umsonst reparieren lassen, man kann sie einchecken, wenn sie kaputt gehen. Und sie haben bei manchen Teilen auf jeden Fall die beste Wärmeleistung pro Gramm. Und zum Beispiel beim Midlayer, den ich verwende, das ist der R1 Fleece hier im Crewneck, also ohne Zipper. Der hat diese Wabenstruktur hier. Der ist, ich weiß gar nicht, wie schwer der jetzt in der Größe ist, aber der hält unglaublich warm, der ist unglaublich atmungsaktiv. Deswegen kann ich den R1 Fleece, der ist auch sehr populär, als Midlayer immer empfehlen. Als Baselayer nehme ich generell auch von Produkt von
Patagonia und da nämlich eben das Capillane Thermal Weight Crew. 70 Euro, 177 Gramm. Das ist ein etwas wärmerer Baselayer, der hat auch lange Arme. Ich nehme den aber auch im Sommer. Der ist einfach so gut belüftet und wenn es mal kalt wird, hat er auch Schlaufen, um über die Hände zu gehen. Und der wiegt einfach gar nichts, fühlt sich super gut am Körper an, wirft ein bisschen Schatten auch im Sommer und der hat auch diese Wabenstruktur, die halt dafür sorgt, dass immer kleine Luftkammern erzeugt werden, die dann helfen, das Wärmegefühl noch zu stärken. Und auch als Schlafhose, die habe ich immer mit, die liegt hier vorne, ist genau dasselbe, auch von Patagonia, auch von Capillane, Thermal Weight Bottoms heißen die, 159 Gramm jetzt in der Größe L. Und wenn man abends ankommt, dann zieht man seine normale Wanderhose aus und auch wenn es kalt ist, braucht man dann einfach einen zusätzlichen Schutz noch im Schlafsack an den Beinen und deswegen nehme ich diese 159 Gramm immer mit und kenne auch so keine leichtere und wärmere Hose. Vorher habe ich Produkte auch von Decathlon aus Vlies benutzt, aber da merkt man schon einen deutlichen Gewichts- und Wärmeunterschied. Ja, eine Jacke braucht man auch immer so ein bisschen. Nicht zum Laufen, außer es ist vielleicht Winter, aber wenn man dann ankommt und sich mal hinsetzt für eine Pause, wird es halt sehr, sehr schnell kalt, man soll nicht auskühlen. Deswegen ist eine Puffy Jacket, über die man dann quasi noch so ein Poncho oder so ziehen würde, nie eine schlechte Idee. Und auch da gibt es ein super Produkt von Patagonia, nämlich die Micro Puffy, den Micro Puff Hoodie. Der kostet 200 Euro und wiegt 264 Gramm. Und auch der gibt es in unterschiedlichen Füllungen, synthetisch, auch mit Daune. Und das ist so das leichteste Modell, was es da gibt. Und für mich hat es bis jetzt auch immer gereicht, also bis minus 10 Grad auf jeden Fall tagsüber. Ich trage den dann auch nachts, wenn es bis an die Komfortgrenzen meines Kills geht. Und ja, der ist hauchdünn, aber mit der synthetischen Füllung fühlt man sich trotzdem immer sehr, sehr warm und schwitzt auf jeden Fall nicht. Ja, als Hose nehme ich auch ein Produkt von Decathlon und meistens laufe ich in kurzer Hose, auch im Winter. Das ist natürlich komplett Geschmackssache, da achte ich auch nicht unbedingt irgendwie auf was Leichtes, aber falls ihr da gar keinen Referenzpunkt habt, das ist eine kurze Hose, die auch so zweigeteilt ist von Decathlon und das ist die Everdick Laufshorts Trail Comfort, 254 Gramm, kostet 20 Euro, mit der bin ich sehr zufrieden. Wenn es dann kühler wird, ziehe ich die Regenhose drüber oder sogar ganz selten mal die Schlafhose plus die Regenhose dann noch da drüber. Ja, als Socken, das habe ich auch schon ausführlich mal in einem anderen Video gesagt, da gibt es entweder die Produkte von Ride Socks, das sind diese zweilagigen Socken. Mittlerweile nehme ich da lieber die Socken von Ingi, das heißt, das sind Zehensocken, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Blasen nur immer zwischen den Zehen stattfinden und da bin ich bei 22 Gramm und 28 Euro. Die heißen Performance Trail 2.0, könnt ihr euch mal anschauen. Die sind halb hoch, relativ dick auch noch, also halten dann auch noch gut warm. Manchmal, wenn ich die auch nachts noch anziehe, davon habe ich zwei Paar mit, eins zum Laufen, eins für nachts. Oder wenn es zum Ende der Tour quasi hingeht, dann wechsle ich auch nochmal die Socken, sodass ich dann die ganz frischen auch nochmal für unterwegs tagsüber trage. Ja, was ich noch nie erwähnt habe, sind Boxershorts oder Unterwäsche. Jetzt in dem Fall nur für die Herren. Da habe ich zum Beispiel immer ein Produkt von Odlo dabei, nämlich die Cubic Boxershorts. Das Two-Pack kostet 25 Euro, schon echt viel für eine Boxershorts, aber die sind echt leicht, in dem Fall 55 Gramm und die haben super Tragekomfort, die trocknen extrem schnell, riechen nicht und wie gesagt, davon nehme ich entweder eine, wasche die oft oder eben zwei mit und die kann man einfach mal so waschen, irgendwie draußen befestigen, die sind in zwei Minuten im Sonnenlicht trocken. Und das mal einfach so als meine Empfehlung, falls ihr da mal irgendwie überlegt, was ihr da mitnehmen könnt. Und was sonst noch ein Thema ist, sind natürlich Schuhe. Da seht ihr mal drei Modelle vorne rechts, die ich so immer trage. Auf den ganz harten und weiten Touren, dann nehme ich die Hoka Bondi in der Version 7. Das sind die hier. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass die weichsten Schuhe der Welt quasi sind. Also die dickste Sohle haben. Und das ist vor allem wichtig, um Fußschmerzen zu vermeiden, gerade wenn man hier in Deutschland im urbanen Raum läuft, also viel auf Asphalt, das hilft gegen diese Muskelfußschmerzen und wenn man ohne Trekkingstöcke läuft, kann es sein, dass man ein bisschen anfälliger fürs Umknicken ist. Ich bin aber noch nie mit denen umgeknickt und ich war auch mit denen in Schweden auf dem Kungsleden und in den Alpen bei stärkstem Geröll unterwegs und die haben mich nie im Stich gelassen. Also meine Lieblingsschuhe eigentlich. Wenn ihr breitere Füße habt, dann sind sicherlich die Altra Lone Peaks für euch eine sehr, sehr gute Idee. Die kosten beide ähnlich, 130 Euro. Altra Lone Peaks, immer eine sehr, sehr gute Wahl. Gibt es auch in der Version 7 mittlerweile.
Ansonsten habe ich hier noch zwei Modelle von Decathlon, die ich auch schon oft empfohlen habe. Und nur weil die günstiger sind, die kosten nämlich nur 40 und 60 Euro, heißt das nicht, dass die irgendwie schlecht sind. Die halten auch über 1000 Kilometer. Und das ist der Trailrun Kip Air oder sowas. Leider nennen die immer um. Auch der war noch von Kalenji und mittlerweile gibt es die von Everdict. Ich verlinke euch die unten. Und das ist ein ganz neuer Schuh von Quechua aus dem Speedhiking-Bereich. Den finde ich auch sehr cool, trage den sehr, sehr gerne. Der hat hier so ein bisschen ja, so eine Gummidichtung, sage ich mal. Also da kommt auch überhaupt kein Dreck rein. Und der kostet auch nur 55 Euro, der war gerade im Angebot. Also fürs Tracking wirklich sehr, sehr gut geeignet. Beide Mesh-Membranen und da muss man nicht immer so viel bezahlen wie bei einem Ultra Lone Peak zum Beispiel. Ja, und zum Schluss will ich euch nochmal Produkte zeigen, die man nicht immer braucht. Also die sonstigen Produkte, die jetzt bei den Hauptkategorien fehlen und die nur auf manchen Touren wirklich von Nutzen sind. Und ein gutes Beispiel dafür ist ein Kopfnetz, was man natürlich nur braucht, wenn es irgendwie sehr viele Mücken gibt oder Insekten gibt. Und da habe ich zwei Produkte hier. Das gelbe war mein erstes Netz, das ich mittlerweile nicht mehr benutze. Und das zweite, was dann rauskam, war von C2 Summit, nämlich das Nano, also ein Kopfnetz für 13 Euro und wiegt 8 Gramm. Das ist sehr feinmaschig, man kann das sehr, sehr gut sehen, kann den ganzen Tag damit eigentlich laufen, das nervt einen nicht. Und das wäre so meine ganz klare Empfehlung, das beste Kopfnetz, was man sich so holen kann, für 13 Euro jetzt auch nicht sehr, sehr viel. Und 8 Gramm merkt man eigentlich nie im Gepäck. Ja, das nächste, was man gerade im Sommer in Deutschland auch häufig braucht, das sind Gamaschen oder Gaiters. Und die braucht man eben quasi, die sind eine Verbindung zwischen Hose und Schuh, damit da kein Dreck reinkommt. Gerade wenn es trocken ist, wie gesagt, kommt da sehr viel Sand und Staub und Geröll manchmal in den Schuhen. Das kann dann sehr, sehr nervig sein und für Blasen sorgen. Und da empfehle ich euch Gaiters von Dirty Girl. Die kommen in sehr lustigen Farben, wie zum Beispiel die hier, die ich verwende. Zieht man einfach vorne über den Schuh. Die passen auch bei allen Schuhen vorne immer drüber. Bei den Ultra Lone Peaks gibt es zum Beispiel auch extra noch so einen Haken vorne. Den braucht man aber nicht unbedingt. Und die kosten 25 Euro und wiegen 34 Gramm. Beide zusammen, also 17 Gramm einer. Die sind sehr stretchbar. Deswegen wäre das meine klare Empfehlung dafür. Ja, und auch manchmal ist es angenehm, mit einem Regenschirm zu wandern. Das machen manche sehr, sehr gerne. Die nehmen vielleicht ein bisschen weniger Regenkleidung mit oder benutzen auch einen Regenschirm für die Hitze. Teilweise, um sich gegen UV-Strahlung zu schützen, aber hauptsächlich, um sich vor Hitze, generell eine Sonneneinstrahlung zu schützen. Da gibt es ein super Produkt von Doppler, nämlich den Zero. Und den hatte ich auch schon mal gezeigt. Der wiegt 99 Gramm und ist ein vollwertiger und großer Regenschirm. Hat allerdings keinen UV-Schutz, bietet natürlich trotzdem Schatten und Schutz vor Regen. Deswegen, wenn ich meinen Regenschirm mitnehme, nehme ich immer den mit. Der passt ja auch schön vorne in die Tasche rein. Super Produkt und 99 Gramm wirklich sehr viel leichter als klassische Regenschirme. Ja, das Thema Uhr habe ich gerade schon mal erwähnt. Darauf möchte ich absolut nicht mehr verzichten. Und da gibt es ein wunderbares Produkt von Garmin, nämlich die Instinct-Serie. Mittlerweile die Garmin Instinct 1 und Instinct 2. Und da auch in der Variante Normal oder Solar. Und falls ihr klassische Smartwatches kennt, ist das schon ein anderes Produkt. Denn das Display, wie ihr seht, ist ganz rudimentär gehalten, trotzdem sehr übersichtlich. Alle Funktionen sind da, die eine normale Smartwatch auch hat, außer jetzt viele Funktionen, die man mit dem Handy koppeln würde. Und das ist wirklich eine Uhr, die fürs langlebige Wandern und Tracking gedacht ist. Die hat eine Akkulaufzeit von über einem Monat, die hat ein Solarpanel drin, das dafür sorgt, dass wenn ich mit einem Trackingstock laufe, habe ich die Uhr die ganze Zeit am Arm, dann läuft die oder lädt die sich während des Laufens auch ein bisschen aus. Und vor allem hat die einen eigenen GPS-Empfänger drin. Das heißt, ein Backup zu meinem Smartphone, wenn eins der beiden Geräte ausfällt, kann ich immer noch damit navigieren. Die Uhr vibriert, wenn man vorher den Trail draufgeladen hat und dann aus Versehen mal falsch läuft, ne? Dann vibriert die Uhr, man weiß sofort, ich bin falsch gelaufen, kann auch auf die Uhr gucken, um zu sehen, wo es lang geht, muss nicht immer sein Handy rausholen. Also das hat für mich den Tracking-Alltag echt stark verändert. Die zweite Version ist ganz neu, die hat eine Menge Features, noch ein bisschen besseres Solarpanel, kostet 300 Euro. Die Instinct 1, die ich hier habe, auch in der Solarversion, kostet mittlerweile, glaube ich, 190 Euro. Definitiv eine große Empfehlung. Als Taschenmesser, was ihr eigentlich auch immer dabei haben solltet, würde ich euch das Victorinox 7-in-1 empfehlen. Und das ist das kleine Ding hier. Als Taschenmesser brauche ich das ehrlich gesagt relativ selten, aber gerade die Schere oder die Nagelfeile oder auch die Zeckenzange, die hier drin ist, oder die Pinzette,
Das sind schon Dinge, die ich alle mal gebraucht habe und auch häufig brauche. Es gibt noch ein Victorinox-Messer, das hat nur 5 Funktionen. Da fehlen dann ein paar, die ich auf jeden Fall manchmal vermissen werde, und das ist nicht wesentlich leichter. Und das wiegt hier, glaube ich, 20 Gramm, 21 Gramm jetzt hier, und das braucht man wirklich oft. Und das ist so die minimalste Lösung, würde ich sagen, die ihr dabei haben solltet in eurem Erste-Hilfe- und Notfallset. Ja, was gerade auch auf den amerikanischen Trails Pflicht geworden, zum Beispiel, was ich auch immer mit habe, ist eine kleine Schaufel. Und die braucht man, wenn man unterwegs mal quasi auf Toilette muss. Dann kann man eben damit ja ein Loch graben, und besser als mit einem Stock. Und dieses Produkt hier, The Tent Lab, The Deuce Number 2, da gibt es unterschiedliche Größen. Das ist so die kleinste Größe, wo ich sagen würde, die ist auch noch sinnvoll. Die wiegt nur 17 Gramm. Und das funktioniert prima, die ist eben so geformt, dass sie nicht knickt. Die habe ich sogar mal im Notfall als Sturmhering auch verwendet, weil die auch sich sehr gut in den Boden stecken lässt. Man kann die Leine durchspannen, deswegen auch noch ein kleiner Multi-Use, und würde ich euch auch empfehlen. 17 Gramm ist nicht viel, und ja, Leave No Trace ist immer sehr, sehr wichtig. Das letzte Produkt, was ich euch noch vorstellen will, ist eine Zahnbürste. Und da ist natürlich der Running Gag, dass jeder die Zahnbürste abschneidet. Und das mache ich auch, weil man natürlich ein paar Gramm damit sparen kann. Aber wenn ihr das nicht mit einer normalen, handelsüblichen Plastikzahnbürste machen möchtet, kann ich euch eine Bambuszahnbürste von Hydrophil empfehlen. Und dann nämlich die Kids-Variante. Die ist immer schon mal kleiner und kürzer, und die ist aus Bambus. Und wenn man die bis zur farblichen Markierung abschneidet, ich habe die gerade nicht hier, ich blende die euch ein, dann wiegt die nur 3 Gramm, ist aus Holz, was ich immer ein bisschen schöner finde, und hat immer noch eine ausreichende Länge. Ja, und damit wären wir am Ende des Videos der Packliste für Fortgeschrittene und Profis. Ich hoffe, ich konnte euch ja eine Menge Produkte hier vorstellen, ein paar Informationen auch mitgeben und zeigen, ja, was so die zwei, drei besten Optionen je Kategorie sind. Natürlich, wie gesagt, gibt es viele, viele andere Produkte. Es ist nur ein kleiner Auszug. Ich gebe mir Mühe, dass ich daran denke, euch alles zu verlinken unten, und ich hoffe, dass ihr in dem Video Spaß gehabt habt. Hat euch das generell gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.